Heute spreche ich über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und zwar über die verschiedenen Hauttypen, die man als Mann definitiv kennen muss. Viele Männer kennen ihren eigenen Hauttypen einfach nicht. Und was passiert dann, wenn man den eigenen Hauttypen nicht kennt? Dann hat man möglicherweise die falsche Hautpflege. Denn die meisten Männer wählen dann einfach irgendeine Hautpflege aus, die gar nicht zu einem passt. Und ich möchte euch einfach davor bewahren, dass ihr die falsche Hautpflege aussucht. Und deshalb spreche ich heute einfach über die vier Grundtypen, also über die vier Grundhauttypen, die man auf jeden Fall kennen muss. Und gebe euch auch gleichzeitig noch ein paar Tipps mit auf den Weg, wie ich diese Art von Hauttyp pflegen würde. Kurz vorweg, ich spreche heute ausschließlich über die vier Grundtypen. Es gibt auch noch Untertypen. Über die möchte ich aber gar nicht sprechen und auch nicht näher darauf eingehen, sondern ich möchte einfach über die Typen sprechen, die wir als Mann definitiv auf der Palette haben müssen. Starten wir mit Hauttyp Nummer 1 und zwar öliger / fettige Haut. Ich sag schon mal Hallo, ja, ich bin in dem Team und zwar kann man ölige Haut ganz klar daran erkennen, dass die halt sehr schnell nachfettet. Und Leute mit öliger Haut haben meistens auch immer sehr große Poren. Gerade in der T-Zone fettet die Haut halt sehr schnell nach. Der Nachteil an fettiger Haut, gerade wenn du zum Beispiel in der Pubertät bist, ist halt der, dass halt sehr schnell ein Film von Öl, Fett, Schmutzrückständen auf deiner Haut entsteht und das möglicherweise auch Akne verursachen kann. Heißt, Menschen mit öliger Haut haben natürlich auch öfter mal ein Problem mit Mitessern, mit Pickeln, weil einfach dieser Ölfilm, der auf der Haut liegt, einfach ausschlaggebend unter anderem auch für Pickel ist. Aber Leute, ich will hier gar nicht rumheulen, denn ölige Haut hat natürlich auch Vorteile und zwar einen großen Vorteil, sie altert nicht so schnell. Und ein anderer Vorteil, sie ist auch nicht so empfindlich wie zum Beispiel andere Hauttypen. Pflegetipps für ölige und fettige Haut kann ich euch direkt mit auf den Weg geben, denn genau das ist mein Metier. Und zwar das A und O für ölige, fettige Haut ist einfach eine gründliche Reinigung. Und das morgens und auch abends, Leute. Ja, ihr habt richtig gehört. Und da reicht es nicht nur, wenn man sich irgendwie seine Haut mit Wasser abwäscht. Das reicht nicht. Ihr braucht wirklich ein vernünftiges Waschgel. Und wenn ihr wirklich die maximale Reinigung erzielen wollt und wirklich eure Haut porentief reinigen möchtet, dann empfehle ich euch auch, eine elektrische Gesichtsreinigungsbürste bei der Reinigung zu verwenden. Links zu passenden Produkten packe ich übrigens auch unten in die Infobox rein. Und eine weitere Empfehlung zusätzlich noch zu dieser gründlichen Reinigung ist einfach hin und wieder mal ein Peeling zu verwenden. Du musst das jetzt nicht jeden Tag machen, ja, aber jede Woche vielleicht einmal so ein Peeling, damit deine Haut reinigen, damit deine Haut einfach wieder ins Gleichgewicht kommt. Gerade wenn du halt sehr, sehr fettige Haut hast, wie ich zum Beispiel, ist ein Peeling wirklich sehr, sehr gut. Machen wir weiter mit dem nächsten Hauttypen und zwar trockene Haut. Trockene Haut kann man daran erkennen, dass trockene Haut meist sehr faltig ist und trockene Haut hat meistens so kleine Poren, dass man sie eigentlich gar nicht sehen kann. Ja, also oftmals ist es so bei Leuten, die sehr trockene Haut haben, man sieht die Poren einfach nicht. Und trockene Haut neigt auch sehr dazu, ein bisschen schuppig zu werden und teilweise auch ja, einfach zu spannen, denn die trockene Haut ja, spannt einfach mehr, deshalb entstehen auch schneller Falten. Und das ist natürlich für die Leute, die trockene Haut haben, ja, ein kleiner Nachteil. Und warum spannt die trockene Haut? Ist natürlich klar, weil sie einfach fettarm ist und feuchtigkeitsarm ist, weil die Haut einfach mit der Fettproduktion nicht so schnell nachkommt. Kommen wir zu den Pflegetipps für trockene Haut. Als allererstes mal, wenn du dich wäscht, solltest du lauwarmes Wasser nehmen, denn lauwarmes Wasser ist einfach angenehmer für deine Haut. Zweitens, versuch einfach, bevor du aus dem Haus gehst, einfach einen UV-Schutz auf deine Haut aufzutragen, vielleicht auch eine Creme zu verwenden, die vielleicht schon einen UV-Schutz inne hat. Das wäre vielleicht ganz gut, damit deine Haut einfach nicht so von der Sonne beansprucht wird. Drittens, versuch auf sanfte Pflegeprodukte zurückzugreifen, denn trockene Haut ist wirklich besonders empfindlich. Und viertens, egal was für Pflegeprodukte du verwendest für deine Haut, versuch Pflegeprodukte auszuwählen, die definitiv deine Haut Feuchtigkeit spenden und nochmal Feuchtigkeit spenden. Egal ob es Seren, Masken oder Cremes sind, versuch Pflegeprodukte auszuwählen, die wirklich gute Feuchtigkeit spenden. Machen wir weiter mit Hauttyp Nummer 3 und zwar den Mischtypen. Da ist es so, dass du sowohl fettige Haut hast, als auch trockene Haut hast und das möchte ich dir kurz erklären. Und zwar, die T-Zone ist bei diesem Mischtypen meistens immer die fettige Haut. Heißt, die T-Zone ist die Zone zwischen Nase und Stirn. Da ist die Haut sehr fettig und dort fettet die Haut einfach schnell nach. In der anderen Zone, das ist die V-Zone, die geht von deinem Kinn hoch nach oben wie ein V. Das ist die Zone, die sehr trocken ist. Heißt, in diesen Regionen braucht deine Haut einfach andere Pflege als in der T-Zone. Übrigens, Gründe für eine Mischhaut können unter anderem auch ein schlechter Lebensstil sein. Wenn du zum Beispiel viele fettige Produkte isst oder auch Alkohol, fördert zum Beispiel die Teigproduktion oder halt auch zu viel Zucker. Ja? All das können Ursachen dafür sein, warum man Mischhaut bekommt und warum zum Beispiel die T-Zone sehr schnell nachfettet und die anderen Regionen eher nicht. Und ja, mein Lieber, du hast richtig kombiniert.
funktioniert. Entweder machst du so, dass du zwei verschiedene Arten von Produkten nimmst. Einmal eine Art von Produkt für deine trockene Haut und einmal eine andere Art von Produkt für deine fettige Haut. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder du machst es so, dass du speziell für Mischhaut angefertigte Produkte verwendest. Das wäre auch eine Möglichkeit. Hier an dieser Stelle auch definitiv mit lauwarmem Wasser dich waschen, weil du natürlich auch trockene Regionen in deiner Haut hast, die einfach dieses lauwarme Wasser mehr benötigen als deine fettige Haut. Und du könntest auch hier auf Multimasking zurückgreifen. Das sind verschiedene Pflegesets, die bestehen aus verschiedenen Produkten, die extra für diese Art von Hauttypen abgestimmt sind. Schau einfach mal in der Drogerie, da gibt es verschiedene Produkte. Und falls ich irgendwas gefunden habe, verlinke ich dir das logischerweise auch hier unten in der Infobox. Kommen wir zum letzten Hauttypen, und zwar zur Haut, die schön matt ist, die wenig bis keine Poren hat, mit der man einfach keine Probleme hat und die einfach perfekt ist. Rosa, zart, die normale Haut, die es eigentlich gar nicht gibt. Nee, Spaß beiseite, Leute, die normale Haut ist wirklich, also so eine Haut ist wirklich eine absolute Seltenheit. Wenn du so eine Art Haut hast, ja, da hast du einen absoluten Jackpot gezogen, aber die Realität sieht tatsächlich einfach ein bisschen anders aus. Auch wenn es die Haut eigentlich gar nicht gibt, gebe ich euch trotzdem ein paar Informationen dazu, falls da draußen ein paar Leute von euch den Jackpot gezogen haben. Wenn ich normale Haut hätte, dann würde ich das wie folgt machen, dann würde ich einfach eine Tages- und eine Nachtcreme verwenden, einfach um die Haut einfach ein bisschen zu unterstützen und logischerweise auch ja, einmal, zweimal im Monat vielleicht ein Peeling verwenden, um einfach abgestorbene Hautzellen abzutragen. Und ja, meine Haut würde ich auch ganz normal reinigen, ja, mit einem Waschgel und, einer Gesichtsreinigungsbürste. Also das mal unabhängig von den Pflegetipps, das würde ich halt grundsätzlich immer machen, egal welche Art von Hauttyp ich habe. So Leute, ich hoffe, ihr konntet einfach jetzt so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, was für Arten an Haut es gibt. Und möglicherweise hast du jetzt an dieser Stelle auch schon herausgefunden, zu welcher Hauttyp du dich einkategorisieren kannst. Und achte einfach nächstes Mal darauf, wenn du irgendwelche Hautpflegeprodukte kaufst, dass du die passenden Hautpflegeprodukte für deinen speziellen Hauttyp kaufst. In diesem Sinne wünsche ich euch allen da draußen lupenreine, perfekte, normale Haut, die rosazart ist. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.